Wie lang ist denn deine Rede? Willst du es vielleicht hören? Ich erzähle davon, wie du mir immer Märchen vorgelesen hast. Ja, das interessiert doch gar keinen. Jetzt müssen wir erstmal eine Rede schreiben, die du halten kannst. Wir feiern heute deinen 60. Geburtstag. Ich glaube ja, dass du viel jünger bist, weil du ja auch viel jünger aussiehst. Naja, dann lachen alle und dann gucke ich ein bisschen geschmeichelt. Wie alle wissen, bist du hier im Kinderheim aufgewachsen. Stopp! Stimmt das? Du willst das Kinderheim verkaufen? Wenn du mir ein kleines Zeichen geben könntest, dass du dich freust, dass sie da ist. Ich habe ihr Pralinen geschenkt. Sie sind die Tochter von Gudrun? Liebe, Nähe, wir hatten das nicht gelernt. Ich hatte niemanden und ich jammere und klage auch nicht ständig. Du musst mich dort vertreten. Einfach mutig deine Meinung sagen. Du meinst, ich soll deine Meinung sagen? Fahr nach Berlin, hau ab wie immer. Darin bist du ganz groß. Ja, ich gehe jetzt. Für dich sind wir doch alle nur irgendwelche Würstchen. Mama? Sie ist da drin. Du mach was. Mit deiner Härte und Entschlossenheit, da kommt doch keiner mit. Na, frag mal deine Tochter. Ich hätte ganz gern gewusst, wie viel das Gebäude wert ist. Wer jetzt zugreift, der kriegt's für eine Mark. Ich gebe Ihnen zwei. Es geht mir um die Sache. Es geht mir immer um die Sache. Ach wirklich? Au, oh, ich habe die ganze Zeit gedacht, es geht hier nur um dich. So eine Aufregung können wir ja nicht brauchen. Man macht sich ja Sorgen um alle. Sie haben was ganz Besonderes an sich. Das habe ich zu Hause gefunden. Das alte Märchenbuch. Daraus hast du mir mal vorgelesen. Ich hasse Marzipan. Esse für dich.